Ja, Leute, herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3. Mit dem Nackten und der Musikerin. Hallo. Also, wir haben hier Entkomme den Nautiloiden abgeschlossen. Das sind diese Imps gewesen. Ah ja, und rette die Gefangene. Ja, die haben wir auch gerettet. Und jetzt müssen wir natürlich das Heilmittel finden. Ich finde auch die Vorstellung, diesen Wurm im Kopf zu haben, gar nicht so geil. Ich hoffe, das passiert relativ schnell, dass man sich heilen kann und nicht erst am Ende des Spiels, weißt du? Das ist etwas, was uns beide zusammenhält, bis zum Ende. Mhm. Freust Wurm du dich? Buddies. Am Ende denken und fühlen wir auch dasselbe. Und auch im echten Leben, das wird so richtig gruselig. Das sieht fantastisch aus. Wir werden einfach angeschlossen an die Wurm, an das Wurmkollektiv. Oh. Mann, nur Gold drin. Aber hier liegt jemand Verletztes. Die kennen wir doch, Schattenherz, die wir gerettet haben. Stimmt, das Artefakt war hier extrem wichtig, erinnerst du dich? Ja, irgendwas, sie hat da nochmal extra nachgegriffen, ne? Ja. Sind wir mal fair und wecken sie auf, oder? Das passt jetzt nicht zu mir, darauf zu griffeln. Ja, ja. Okay, ich hab voll angefasst. Aufstehen! You're alive. I'm alive. How is this possible? Ja. I remember the ship. I remember falling. The nothing. Wie, wen meint er denn hier? Mit dem dritten. So. Die gelbe. Ach ja, stimmt, die gab's ja auch noch. So viele schon. Ja. Ja, fragen wir mal. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Ja, die mögen sich ja nicht, weil sie irgendwie die Völker scheinen im Clinch zu sein. Ja, was ist denn Schattenherz? Ist sie ein Elf? Ich glaube, sie ist ein Elf. Aber ist sie ein Hochelf? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Da ja, muss da man bei mir also auch auf. Ich selber als Hochelf weiß, da muss man vorsichtig sein. Ja, nicht jeder ist ein reiner Elf. Ja, verstehe schon. Ey, keine Ahnung. Ich glaube, es gab ja die Dialogsequenz, wo die sich irgendwie ein bisschen angegiftet haben. Aber, ja, ja. Aber ich habe da nicht so viel draus lesen können. Angegiftet, weißt du? Oh Gott. Verstehst du? Nein. Ja. Ja. Dann gucken wir, wo wir sind. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ich meine auch einfach gar nichts sagt. Völlig egal. Ich mach mich besser auf den Weg. Lebt wohl. Na gut, wollt ihr etwa zusammenbleiben? Völlig abwegig, ne? Nach dem, was wir gemeinsam erlebt haben. Jetzt zusammenbleiben? Komplett bescheuert, also. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Ich mag die jetzt schon nicht. Ich mag die auch nicht. Aber warum mag ich sie nicht? Warum mögen wir sie nicht? Sie ist nicht straight, sie ist manipulativ, sie nimmt direkt das Kommando. Es ist... Ja, irgendwie... Es ist eine Spaßbremse. Irgendwie wirkt sie so ein bisschen stuck up, ne? Ja. Naja. Brechen wir auf. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Ey, ich finde, sie ist die coolste einfach. Es ist so eine tolle Person und ich hab's dir von Anfang an gesagt. Wir können sie beide schubsen. Warte. Dumm, dumm. Aber hat das jetzt für dich geändert? Weil ich fand das sehr sympathisch von ihr. Dass sie sich bedankt hat, dass wir nicht einfach straight vorbeigelaufen sind. Ja, und dass sie es nicht vergessen wird und so? Ja, die Befürchtung habe ich auch, dass sie es nicht vergessen wird. Nein, ich fand das nett. Ihr habt mich damals gerettet. So. Ich bin euch etwas schuldig. Ich kann euch nicht alleine lassen. Oh, bitte. Oh, wir haben ein
leuchtenden Pfeil. Stufenaufstieg. Ja, würde ich mir gleich anschauen. Lass mich mal einmal ganz kurz sie anschauen. Weil jetzt müssen wir sie ja mal richtig angucken, weißt du? Ja. Oh, kannst du das Artefakt einfach rüberziehen jetzt? Mysteriöses Artefakt könnte ich, aber komm, lass es uns mal nicht machen. Ja, okay. Du bist der Ira und ich bin dieser Grom, so ein Gläubiger. Ich klaue dir jetzt nicht ihr Artefakt. Ja, ich schon. Ich bin neugierig. Ja. Aber noch nicht. Also so schnell das zu machen wäre dumm. Okay, du wartest noch. Ja, ja. Also sie hat, erstmal hat sie einen Kettenhemd, Rüstungsklasse 13, an. Ja. Dann hat sie, sie ist eine Halbhochelfin, übrigens. Ah, ich wusste, da stimmt irgendwas nicht. Sie war dir von Anfang an suspekt. Du hältst Zauber deiner Domäne, sie sind stets vorbereitet. Okay, check ich nicht, egal. Sie hat Zauber. Dunkelsicht hat sie auch. Feenblut, du bist bei Rettungswürfen gegen Bezauberung im Vorteil und kannst nicht magisch zum Einschlafen gebracht werden. Furcht vor Wölfen. Ihr stellen sich die Haare auf, wenn sie Wölfen begegnet. Wenn sie sich im Abstand von bis zu 9 Meter von einer Wolfskreatur befindet, muss sie einen Weisheitsrettungswurf bestehen oder sie wird verängstigt. Oh. Cool, ne? Ist so für ihren Charakter einfach. Mhm. Vielleicht hat das was mit dem Artefakt zu tun und ihrer Vergangenheit oder so. Und ihre Stats, ne? Sie geht halt voll auf Weisheit. Dadurch werden ihre Zauber verbessert. Da hat sie 17. Sie hat kaum Charisma, deshalb magst du sie auch nicht. Mhm. Und ansonsten ist sie relativ Standard. Geschick und Stärke plus 1 würden ihren Bonus direkt geben, weil das ungerade. Weisheit aber auch. Mhm. Und ja, sie ist halt einfach, ich denke, sie wird einfach als tanky Bufferin gespielt, ne? Die vorne freimacht und bufft. Ja, genau, ja. So ein Omni-Knight. Ja, so ein bisschen ein Omni-Knight, stimmt. Mhm. Was Zauberbuch angeht, ne? Mhm. Da würde ich, also ich schlag vor, Schild des Glaubens ist ja eigentlich mega gut, ne? So mit der Rüstungsklasse, super. Das Problem ist, Schild des Glaubens, dann können wir nicht anders buffen. Dann können die Zaubertricks nicht verwendet werden, wenn wir Schild des Glaubens benutzen. Und das alleine ist ja schon sozusagen ein Nerf für die Fähigkeit, weil ich 2 Buffs allein schon durch Zaubertricks habe, die ich nicht ändern kann. Und wir haben eh nur 2-mal die Fähigkeit, sowas zu aktivieren. Ne? Wir haben nur 2, bis wir wieder rasten mit ihr. Also ich würde Schild des Glaubens erstmal rausnehmen, bis wir vielleicht Zaubertricks wechseln können oder so. Und mehr Heilung reinnehmen. Ja, ja, ja. Ja, lenkendes Geschoss, 4 bis 24 Schaden. Der nächste Angriffswurf gegen dieses Ziel ist im Vorteil. Das gilt ja dann wahrscheinlich auch für Teammates, ne, der Angriffswurf. Ah, das ist cool. Ja, das würde ich reinnehmen. Ist schon ein sehr starker Angriffszauber. Befiehl einer Kreatur zu fliehen, näher zu kommen, stehen zu bleiben oder auf den Boden zu fallen oder die Waffe wegzuwerfen. Das klingt doch stark. Das kann doch taktisch in einem harten Kampf. Das ist so ein Zauber in einem harten Kampf und dafür soll man die ja benutzen, die Zauber. Ja, Einzug. Ja, aber du kannst sie wegschicken. Das ist schon mächtig, das Stunt für eine Runde. Hm. Oder sogar sie näher kommen zu lassen, weißt du? So out of positioning, einen Magier oder einen Bogenschützen oder so die Klippe runterspringen lassen. Ich glaube, das würde ich mal reinnehmen. Mhm. Ja, also eine Heilung würde ich reinnehmen. Also entweder die stärkere, wo ich berühren muss, oder die schwächere, wo ich schießen muss. Was sagst du? Er kann. Berühren, okay. Ich habe ja auch so eine Fernheilung. Ah, stimmt. Heiligtum. Was ist denn das? Oh. Du oder ein Verbündeter könnt nicht zum Ziel gegnerischer Angriffe werden, bis ihr eine Kreatur angreift oder ihr Schaden zufügt. Oh, warte mal. Das heißt, buffen geht, laufen geht. Flächenzauber können euch dennoch Schaden zufügen. Das Problem ist, es geht nur auf einen. Wir sind zu dritt. Ja, und? Stell dir mal vor, ich werde out of position. 3 Leute ambushen mich. Ja, das ist schon stark, Also wenn es mal richtig scheiße läuft, ist das schon ziemlich, was wäre die Alternative? Ja, ist ähnlich wie Befehlen für einen harten Kampf, ne? Es hält 10 Züge lang, kann ich nicht angegriffen werden, Henry. Da kann ich machen, was ich will. Da stehe ich dann da rum. Ja, ist schon stark. Naja, AOE, aber es ist schon stark. Ich würde die mal reinnehmen. Lass uns Heiligtum und Befehlen reinnehmen, weil wenn es hart auf hart kommt, dann sind die am besten wahrscheinlich. Und sonst brauchen wir so eine Zauber eventuell auch gar nicht. Ja. Und dann haben wir den Schuss, das Heilen. Wir haben ihre Zaubertricks mit den Buffs und so. Perfekt. Dann drücke ich mal Stufenaufstieg bei ihr. Oh, oh Gott. Uff, jetzt siehst du das? Nee, ne? Nee, leider nicht. Ah, kannst gleich bei dir angucken. Oder du kannst das auch mal anklicken bei dir, dann weißt du, was ich meine. Ach du Scheiße. Okay. Ah, sie kriegt einen Zauberplatz. Oh. Und göttliche Macht fokussieren, Ladung 1. Du hältst das Attribut, göttliche Macht zu fokussieren. Du beginnst mit 2 Effekten, Untote vertreiben und einem Effekt, der durch deine Domäne festgelegt wird. Wird durch eine kurze Rast oder lange Rast wieder aufgefüllt. Untote vertreiben, bete, um alle Untoten, die dich sehen können, zu vertreiben. Richtig cooler Kleriker-Spell.
Also es gibt noch mal eine Art, andere Art zu zaubern, eine dritte Art sozusagen, mit göttlicher Macht fokussieren. Kann man durch kurzes Rasten auch wieder refreshen, nicht nur durch langes Rasten. Also so zwischen Zaubertrick und Zauber würde ich tippen. Okay. Wir können einmal Untote banishen. Ja. Und wir können Abbild beschwören, lenke deine Gegner mit einer Illusion ab. Im Abstand von bis zu 3 Metern von der Illusion sind deine Angriffswürfe und die deiner Verbündeten im Vorteil. Mhm. Ist auch ganz gut. So. Einfach for free, ne? Einfach for free. Ganz viel bekommen. Ich drücke jetzt auf Annehmen. Und jetzt ist sie stärker. So, willst du auch mal aufsteigen? Bin schon dabei. Na, jetzt kannst du mir sagen, was du so bekommst. Nö. auch Gesundheit erhöht um 6 Punkte. Mhm. Ein Zauberplatz, Stufe 1 freigeschaltet. Ah, jetzt hast du auch 3. Ja, dann Alleskönner. Deine umfassende Erfahrung lässt all deine Unterfangen erfolgsversprechender werden. Füge deinen Attributswürfen, in denen du nicht geübt bist, deinen halben Übungsbonus abgerundet hinzu. Gesang der Rast, Klassenaktion. Erfrische dich und deine Verbündeten wie durch eine kurze Rast. Also ich kann mitten im Kampf gewisse Sachen, die eine kurze Rast benötigen, wieder auffrischen. Oh. Das ist stark, würde ich mal behaupten. Das ist durchaus lecker. Yummy. Zauber erhalten, Zauber ersetzen. Keine Ahnung. Ich kann jetzt... Wähle dir einen bekannten Zauber aus der Liste unten aus zum Wirken. Achso, der kommt jetzt auf meinen zusätzlichen Zauberplatz. Ich habe jetzt noch rausgefunden, wie das mit ihr funktioniert mit der göttlichen Macht. Und zwar, bisher kann ich die einmal fokussieren. Das heißt, ich kann immer nur dieses Untote vertreiben oder das Abbild erschaffen. Ne? Und dann ist die göttliche Macht aufgebraucht. Und die kommt wieder, wenn ich raste. Aber nicht, wenn ich eine lange Rast mache, wie bei Zauberplätzen, sondern bei einer kurzen Rast. Und eine kurze Rast kann man immer einlegen. Das würde ich jetzt mal ganz kurz machen. Ja? Also gucken, wo das ist, will ich damit sagen. Und das ist... Oh. Bitte schön. Wie hast du das gemacht? Das war mein Buff. Oh, das war wie so eine Rast, ja. Ja, genau. Du kannst es jetzt nochmal machen, dann können wir mal gucken, wie man wirklich kurz rast. Bumm. So. Sieht alles so geil aus, ne? Ja, es ist toll gemacht. Kurze Rast, du kannst 2x täglich 50% deiner Trefferpunkte wiederherstellen. Ah, das ist das Hauptding von Rast. Ach, wie cool, ne? Du kannst über den Tag, dann kann man so zusammen durch die Welt wandern und dann, wenn man durch 2-3 Kämpfe geschwächt ist, ne, sagt man, okay, komm, wir legen eine kurze Rast ein, heilen uns ein bisschen, holen uns ein bisschen Zauber zurück. Und wenn man den Tag beendet, geht man in die lange Rast. Dafür braucht man Lagervorräte. Ah. Wir haben 120 von 40 aktuell, das sind die Dinger in unseren Rucksäcken, die sind zusammengezählt. Okay. Ich muss dich noch auf etwas hinweisen. Ja. Bei Zauberplätzen steht, dass die einmal pro langer Rast aufgefüllt werden. Mhm. Das heißt, wenn du 3 Zauberplätze hast und die sind alle leer, oh, kriegst du beim Tag beenden nur einen dazu. Oh, meinst du echt? Ich glaube ja. Vielleicht auch nicht. Das ist ein. Ich meine, wir können das auch mal testen. Kehre dein Lager zurück. Guck mal, hier sind nämlich so, hier kann man dann auch den Tag beenden, indem man da raufklickt. Auf die Sachen. Das ist ja wie ein. Ist ja wie ein Dragon Age. Ach stimmt, ne? Da war es auch so. Verfaulte Tomate, die kannst du dir nehmen, wenn du magst. Nö. Ah, und das ist hier ein. Wahrscheinlich sind die Sachen auch, um Dinge zu speichern da drin, ne? Und man hat hier so mehrere Lagermöglichkeiten. Oh, Säurefiole. Ey, ich habe voll die Sachen gefunden. Ich habe einen viridianischen Kristall gefunden. Das Alchemiezeug. Ja, das ist einfach nur so ein kleines Lager. Paar Ressourcen. Eieiei. Oh! Alter, wir müssen mal kurz in diese fette Truhe gucken. Ja, da kann ich nicht reingucken. Wieso nicht? Das geht nicht. Das ist. Du kannst keine Truhe. Kannst du die da rechts daneben benutzen? Nee, die müsstest du benutzen können. Ja, genau, ja. Ja, bei mir ist Maske des Gestaltwandlers drin. Ja, bei mir auch. Das ist doch die, die man bekommt, wenn man vorbestellt hat, oder? Ach, echt, ja? Mhm. Und dann seltsame Kleidertruhe. Auf
Der Lippe des Pakets ist ein behelmter Krieger gestickt, die Augen geschützt. Etwas ragt wie ein seltsam schlaffer Pfeil aus dem Helm heraus. Okay. Das sind bestimmt Anspielungen auf andere Spiele von denen. Kann sein, aber das ist insane, was wir gerade bekommen haben. Nicht nur die Maske, sondern die Truhe, ne? Die Kleidertruhe. Mhm. Da habe ich übelst viel Zeug drin. Umhang des Roten Prinzen, Laute der schönen Wetterbadin. Ach, der Rote Prinz ist aus Divinity. Ah. Den kenne ich noch. Finde ich aber gut, dass die Sachen nicht so stark sind. Die sind gar nicht stark, ne? Ist eher so Cosmetics. Ja. Finde ich auch gut. Ah, okay. Ah, und die kann man... Ey, man kann den Rucksack voll gut behalten und da die ganzen Tränke drin lagern. Genau, das habe ich auch schon gemacht. Perfekt, ey. Ich habe das jetzt einfach ganz banal sortiert hier. Also, ne, Essen in dem einen, Alchemie in dem anderen, Klamotten und Waffen in der dritten Truhe. Und in dem Abenteuerpaket vom Anfang habe ich einfach die von dem Ding hier gerade die Tränke reingeworfen. Ey, gut, dass wir die Truhen mal gecheckt haben, ne? Das hat jetzt alles super schön sortiert, finde ich. Ja. Dann würde ich noch kurz meinen Stufenaufstieg machen. Mit sein muss. Auch 17 Leben. Dann kriege ich einen weiteren Chi-Punkt. Ich kann also noch öfters diesen Doppelfaustschlag benutzen. Aha. Wie lädt er sich auf eigentlich? Durch Rasten. Kurze oder lange? Ich kann gleich nochmal gucken. Mhm, warte, ja. Ich gucke jetzt, weil sonst vergesse ich es. Bei kurzer Rast. Oh, cool. Ja, also das geht recht angenehm dann. Ich kann die dann auch im Kampf einfach bei dir wieder aufladen. Ja, stimmt. Geil. Voll nice. Durch deine neue Fähigkeit. Ja. Haben wir mit Absicht so gemacht. Na klar. Ich habe nochmal geguckt, also Attribute kriegt man wirklich nur ganz selten. Und es ist ganz schwer, die Attribute zu erhöhen. Schon was super Wertvolles, ne? Ja. Und jetzt auch nicht über Level oder so möglich. Soll heißen, ist gut, dass wir so schlau gewählt haben und viele gerade Zahlen bei den Attributen haben. Ja. Und dann habe ich ungerüstete Bewegung als neues Merkmal. Deine Bewegungsrate ist um 3 Meter erhöht, wenn du keine Rüstung trägst und kein Schild führst. Oh, geil. Ah, wie gut. Das synergiert auch so schön, weil das lädt noch mehr dazu ein, eben ne, nichts zu tragen. Ja. Und was ich ein bisschen schade finde, ich werde mich oft ärgern, wenn wir Rüstungen finden. Ja, yeah. Aber du bist ja schon so absolut krass, was Rüstung angeht. Das musst du dir einfach vor Augen halten. Ja, ich weiß. Du hast einfach jetzt den gleichen Rüstungswert wie die Klerikerin. Ja. Die hat Schild und Rüstung. Und ich krieg einfach ganz entspannt 3 neue G-Fähigkeiten. Okay. Geduldige Verteidigung. Angriffswürfe gegen dich sind im Nachteil und du bist bei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Vorteil. Also wenn man das aktiviert, es gilt nur einen Zug immer. Ne, das ist dann so ein, ich stehe jetzt in der Mitte von allen, ich mache geduldige Verteidigung und rette mich eher. Ja? Okay. Weil ich kann ja dann trotzdem angreifen und so. Dann Windschritt, Spurt. Oh, wie cool, Mann. Gilt auch für einen Zug. Verdopple deine Bewegungsrate. Springen erfordert keine Bonusaktion. Oh, ist das geil. Und dann Windschritt Rückzug. Begib dich mit Rückzug wieder in Sicherheit. Springen erfordert keine Bonusaktion. Das checke ich nicht so ganz mit Rückzug. Ist wahrscheinlich eine Funktion, die wir noch nicht benutzt haben. Aber okay, wir haben einen Rückzug, irgendwie eine Bewegungsding und einen Verteidiger. Sehr defensiv, diese Chi-Fähigkeiten. Und das war's. Ja. Und das heißt, ich habe jetzt hier mehr Chi-Fähigkeiten, 3 Chi-Punkte auch. Ich möchte einen Song spielen. Ja, gehst du auf Auktion oben, den grünen Punkt. Und dann müsste da so ein Lautensymbol sein. Ah ja, da unten ist es. Auftreten. Spiel eine Melodie. Jetzt zeige ich dir mal, wie man wirklich spielt. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Die Schlacht von einst. Sag mal, du kannst gar nicht spielen. Was? Das war super. Gut, dann lege ich mich mal jetzt hin. Du hast genügend Lagervorräte, um wenn er lang rast, Trefferpunkte und Zauberplätze wiederherzustellen, okay? Henry? Mhm. Oh. Schattenherz hat sich umgezogen für dich. Ja. Sie, mhm. Ich weiß nicht, ob das für mich oder vielleicht auch für dich war. Hallo? Nee, ich muss warten. Okay, dann ist es wohl soweit. Dann werde ich jetzt wohl... Was ist denn da? Gemütliche Kleidung? Wo kommt die überhaupt her? Weg damit. Kommt doch mal her, Ladies. Na gut. Ich check jetzt gar nicht... nebenhin. Die gemütliche... Ja, du musst sie doch jetzt ansprechen.
Die hat ein Ausrufezeichen über sich. Ja, ich komme ja schon. Ich wollte mich doch nur bereit machen. Trau dich, ich guck auch zu. So, jetzt bin ich ausgerüstet für sie. You strike me as the reliable sort. But are you sure this is a good idea? Ich kann den Blick nicht von meinem linken Nippel lassen. Vielleicht vielleicht sollte sie sich endlich mal ein bisschen entspannen, weißt du, sie braucht das. Machen wir die drei, ne? Ja. Ah, nee, die zwei meinst du. Na, beides ist okay. Outside threats, perhaps. Each hour that passes, the thing inside us grows. We need to find a healer. Let's wake up at first light. Mal das zweite. Mhm. Maybe, but we might get lucky. We're overdue some good fortune. Rest well. We'll need our strength. Ich hab mich verkackt im Dialog. Okay, das heißt, ich werfe jetzt hier mal ein Vorratspaket rein. Und mach lange Rast. This is not the world you know. Rest feels impossible, no matter how heavy your eyes become. Every time they flicker shut, the tadpole seems to twitch behind them. Dragons, Gith, and the hells themselves have come after you. Yet it is this creature that lingers in your skull. Siehst du das hier? Ich habe einen eigenen Traum. Ah, du hast einen eigenen, auch mit der Larve, ne? Hm. Und du hast wahrscheinlich jetzt auch diese Tests. Oh ja. Ein Weisheitstest ist doch gut. Die Larve beeinflusst dich. Vielleicht kannst du sie beeinflussen. Also ich gehe jetzt mit dem Dialog meinen durch, ja? Mhm. Ich werde jetzt versuchen, meine Larve zu beeinflussen mit Weisheit. Haben wir plus 3. Schwierigkeitsgrad ist sehr niedrig. Das werde ich easy schaffen. Ach, und durch deinen Badenwurf bin ich übrigens auch gebufft. Jetzt hier gerade. Was? Echt? Mhm. Ja. Dadurch habe ich es garantiert schon. Jetzt kommt die Weisheit und nochmal durch dich plus 4 weitere. Da war der Bahnwurf jetzt richtig nice. You focus on that spot of pain from when it slipped behind your eye to where it now lurks. You cannot prod it, but you can make it clear that you are watching. What is there to fear when it is the one stuck inside you? It is a minor victory. But enough to soothe you to sleep. Also ich krieg's nicht ganz manipuliert, aber ich finde Frieden und fühle, als hätte ich es halbwegs besiegt und kann schlafen. Wie sieht's bei dir aus? Ich konnte dem Ganzen widerstehen und mich aus dem Traum entreißen. Ah, perfekt. Moin. So, dann gehe ich hier mal raus hier. Oh ja, tschüss. Ah, wenn man Alt drückt, werden die Behälter vorgehoben. Ah, sowas hatte ich mir gewünscht. Ja. Oh, Beutel, Rucksack, das ist doch cool. Sonst hätte ich auch niemals das Meergras entdeckt. Das ist nicht mehr. Oh, Meergras. Bop. Oh, Rezept freigeschaltet. Suspension aus Meergras. Ha, ach du Scheiße, das ist wieder Alchemiezeug. Dafür habe ich ja meinen Alchemiebeutel, um darüber nie nachzudenken. Und es wurde auch direkt in den reingemacht, automatisch. Deshalb macht es Sinn, die danach zu sortieren. Gut. Was hatte der Fischer Leckeres? 7 Gold. Oh, guck mal, was da liegt. Ein Intellektverschlinger. Ja. Hat nichts dabei. Da hinten liegt noch ein Fischer. Zerfleischter Fischer. Hier. Ist das einfach der Abschutz von dem Vieh gewesen, was sie alle getötet hat? Ich glaube, also zerfleischt klingt eher nach, da ist noch was rausgekrabbelt. Ja, ne? Vor allem hier liegt ja auch noch so ein Hirn. Wahrscheinlich sind da jetzt ganz viele Gegner losgekrabbelt. Ja, die sind aus dem Schiff rausgekommen. Du sagst es. Da sind schon, da sind sie. Bist du bereit? Ich bin gar nicht da, ich bin einen anderen Weg gegangen gerade. Dann warte ich mal noch.
versuche mal zu dir aufzuschließen. Oh. Hallo, ja, hier die habe ich nämlich entdeckt. Und da stehen die. Willst du schon mal buffen? Aber lieber nicht die Ziele weggelaufen. Ja. Oh, das ist jetzt aber interessant. Das ist echt spannend. Dann gehen wir mal hinterher, ja, oder? Ich kann dich aber natürlich jetzt schon mal buffen mit meinem Bart. Hast du mal gespeichert? Einfach nur, weil wir jetzt schon so viel gemacht haben, falls es abstürzt. Falls irgendwas nicht ganz so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ist gespeichert. Jetzt können wir auch schleichen. Oh, geht los. Oh ja, alles klar. Das wäre eine gute Idee gewesen mit dem Schleichen. Aber guck mal, erhöht, von wo der uns entdeckt hat, Alter. Ja, man kann auch erhöhte Positionen bringt was, ne? Ja. Haben wir gerade eine? Stand da, ne? Ja, oh, schau mal, die Initiative ist richtig kacke gewürfelt für uns. Ja, das stimmt. Ich könnte jetzt natürlich voll abgehen und diesen Windschritt-Spurt machen. Direkt mal alle gekillt. Genau. Oder ich lasse das. Und, naja, nur ich kann was machen. Das ist ein bisschen doof, weil ich kann eigentlich nichts machen alleine. Ich kann schießen. Ja, ich erreiche ihn. Zu 95% kann ich ein bisschen Schaden machen einfach. Dann will ich bitte direkt nicht zu mir um. Mit der klaffenden Wunde nehmen. Oh, du hast eine 1 gewürfelt. Ja. Na, hat nicht so funktioniert alles. Nee. Dann, ich will nicht, dass sie zu mir kommen. Ich denke, wir stehen eigentlich ganz gut so, oder? Jo. Oh, oh. Der benutzt alle 4 Gliedmaßen, um zu dir zu kommen. Ja, die wollen's. Und die kommen nämlich jetzt nicht ran, ne? Ja. Oh, gleich gibt's die fetten Fäuste der Gerechtigkeit. Eine Sache, die mich gerade wundert, jetzt seid ihr beide wieder so komisch verwoben, ne? So verschlängelt. Und ich war's nicht. Weil die Initiative dieselbe ist von uns beiden. I see. Macht Sinn. Und dadurch könnt ihr auch jetzt wählen, in welche Reihenfolge. Dann fange ich mal mit ihr an eher, ne? Weil wir wollen ja wahrscheinlich ein bisschen buffen. Ich könnte jetzt auch eine Illusion und so machen, würde ich alles noch nicht ausgeben für die. Ich verstehe gar nicht, warum ich keine Aktion habe. Wie? Ich habe keine Aktion. Ich habe noch nichts gemacht und kann keine Aktion machen. Ich würde mal mit ihr einfach anfangen und dann gucken wir, ob du danach was benutzen kannst, ja? Ich würde, weil ich tippe mal, danach bin ich dran. In der nächsten Runde. Das heißt, ich würde jetzt mal machen, Ziel erhält einen Bonus von plus 1W4 auf Attributswürfe. Auf Gorm. Okay, dann würde ich jetzt... Ich glaube, ich würde so gehen. Und, so machen. Was? Ich habe weggestoßen. Ich habe keine anderen Bonusaktionen mit ihr. Sie hat keine Bonusaktion. Okay. Und jetzt beende ich ihren... Hast du schon was gemacht? Bei mir steht, dass du keine Aktion mehr hast. Ja, genau. Ich habe keine Aktion mehr, aber ich hätte noch eine Bonusaktion. Was hast du mit deiner Aktion gemacht? Gar nichts? Wahrscheinlich habe ich einfach das Verstecken aufgehoben. Das kann sein. Mir hatte, weil das ist mir ja auch passiert beim allerersten Kampf, weißt du noch? Ja. Dass mir plötzlich die Aktion gefehlt hat. Und da meinte Sidian, hatte dann Verdacht, was passiert ist. Ich lese es mal vor. Er meinte, eventuell sowas wie Rückzug, das verbraucht eine Aktion, hat aber keine offensichtliche Wirkung. Man provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Ja, also das war es wahrscheinlich nicht, weil das musst du ja extra anwenden. Stimmt. Aber sowas in der Art wahrscheinlich. Also was ich gemacht habe, ich bin schleichend in den Kampf und habe einfach auf C gedrückt. Beim Kampfanfang. Und ich war aber noch gar nicht dran. Deswegen ist es sehr seltsam. Vielleicht war es einfach komisch und wir ignorieren das jetzt. Ja. Bitter. Dann mach ich Zug beenden. Nee. Also ich ja mit meiner. Oh lol. Rieche rein. Ich bin durchs Feuer gelaufen. Ja. Jetzt krieg ich Schaden. Ja, eine Runde aber nur. Noch. Ey. Hä? Nächste 1, oder? Ja. Okay. Dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass ich dran bin und die zerfetzen kann so ein bisschen. Ja. Uff. Scheiße.
Also mein Plan wäre jetzt, zu dem rechts zu gehen. Den einen schafft ihr ja da. Weil also der andere kommt ja. Dann, ne? Der andere da hinten kommt, der ist aber geschwächt. Ja. Und vielleicht könnte ich dann den abfangen, dass der mich angreift damit. Ich fände es ja genial, wenn du jetzt erst zu dem linken gehst, ihn killst, direkt weiter durch deine Passive darüber gehst, dass du alle drei quasi killst in einem Zug. Aber wie durch meine Passive? Ne, kannst du ja immer weiter angreifen, ne? Aber habe ich dafür die Bewegung? Ich habe keine Ahnung. Du kannst ja mal probieren. Ich gehe hin und mache einen normalen Angriff, ja? Aber denk dran, ich habe dann... Mit den Chi-Punkten? Dass du diese Bewegung machen kannst? Das ist ja nur für... erstmal, also wenn ich das machen würde, hätte ich schon eine Bonusaktion verbraucht. Dann könnte ich nicht mehr Schlaghagel benutzen. Ja. Ich habe aber immer noch diese Aktion, dass ich nochmal einen Faustschlag machen kann danach. Mhm. Der würde, glaube ich, aber nicht reichen gegen den Intellektverschlinger, den zweiten. Ich glaube, meine einzige Option ist, ich gehe zum linken, schlag den einmal, gehe rüber zum rechten und probiere den mit meiner Bonusaktion Schlaghagel auch zu töten. Ja. Ich könnte das natürlich auch mit dem hinten noch probieren, mit dem Intellektverschlinger da ganz hinten, aber ich glaube, da reicht die Bewegung nicht. Also ab ins Feuer. So. Das hat jetzt ihn genau nicht getötet. Perfekt. Jetzt gehe ich da hin. Die hat er noch, ey. Genau, das geht. Und gib ihm einen Box. Ach, ich mache aber lieber den normalen Schlaghagel. Also den starken. Der andere macht 4 bis 7, das reicht nicht. Hä? Ah ja, ups. Wie, das geht jetzt nicht mehr? Doch, ne? Das hat mich nur unterbrochen. Jetzt kann ich neu machen. Jetzt mache ich. Bam. Krass. Nice. Das war gut. Das hat dich jetzt aber einen Skipunkt gekostet, ne? Das hat mich einen Skipunkt gekostet, exakt. Okay. Mhm. Aber ich habe 3 und die werden durch kurzes Rasten aufgefüllt. Okay, nice. Und ich könnte sogar nochmal zurück. Habe ich noch... Okay, probier mal. Ich habe echt mehr Movement, als ich dachte gehabt. Der ist ziemlich schnell. Ach, wegen den 3 Bonusbewegungen. Ich wäre noch fast bis zu dem anderen gekommen. Krass. Ich hätte den links nicht angreifen sollen. Nee, ich habe jetzt keine Sachen mehr, die ich machen kann, außer laufen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hin und fange ihn ab, ne, den anderen. Jo. So. Soll der mich angreifen? Ich weich eh aus. Hä? Ey, du bist eine absolute Maschine, kann das sein? Es kommt mir so vor, ja. Aua, ich nicht. Oh mein Gott. Den hast du aber dafür... Guck mal, 9, ne? Den hast du schon eingeschenkt. Ja, Schaden ist nicht schlecht. Und sie kann da nicht hin und ihn schlagen. Sie ist zu langsam, um da hinzugehen und ihn zu schlagen. Und er ist wieder... Nee, danach ist ja Grom dran. Dann hat sich das ja jetzt total erledigt. Blub. Sehr gut. Oh, warum habe ich so viel Schaden genommen? Oh ja. Ah, ich habe noch gebrannt. Die muss ganz schnell raus. Du magst sie nicht, ne? Ich auch nicht so sehr. Wir können die gerne wechseln. Aber die hat ein dunkles Geheimnis. Findest du es nicht spannend? Ja, es ist toll und edgy. Ich meine, die ist praktisch im Kampf. Das stimmt ja. Du hast 6 von 15 noch. Wollen wir kurze Rast einlegen? Kann man aber nur 2 machen, ne? Lieber noch nicht. Ja, ja, ich bin fein. Ja, mir kann gar nichts passieren. Denke ich auch. Da sehe ich auch uns auf der sicheren Seite. Oh, was ist denn das? Das sollen wir das mal abschießen? Hier, siehst du das? Ich schieße es mal ab. Ah, das ist so eine Kapsel. Ja. Mhm. Hm. Hätte man es angeschlichen, wäre das vielleicht das gewesen. Oh. Man muss aufpassen. Aber wirklich. Ist sie jetzt gerade automatisch da drüber gehüpft? Sie ist reingesprungen oder drüber gehüpft oder so automatisch, ja. Ich bin fast tot. Oh mein Gott, du hast 2 Leben. Hilfe, helfen Sie mir. Heiltrank. Ich kann mich auch einfach heilen mit Zaubern. Ja. Oder die Klerikerin kann das auch machen. Ja, hat sie denn einen Zaubertrick, der heilt? Nee, sie hat nur einen richtigen Zauber. Ja, die soll diese Berührungsheilung machen. Jetzt fasse ich dich an. Bist du bereit? Tu es! Bitte. Naja, okay. Von 4 bis 11 hast du 6 bekommen. Da ist meine besser! Ich habe übrigens auch noch 7 Leben. Cool, ja. Dass du mich geheilt hast, dankeschön. Ah. Hopp.
Dankeschön. Bitteschön. Stachelige Knolle. Die Dornen in dieser Knolle explodieren beim Auftreffen und lassen alle Kreaturen in der Nähe bluten. Also ein bisschen Granatenwerk habe ich jetzt noch gefunden. Ich kann es nicht fassen. Ich habe gerade 5 Schaden durch Feuer bekommen. Ist nicht dein Ernst? Ja, direkt. Läufst du auch durch jetzt? Nee, wo ist es? Wo bist du denn? Hä? Nee, nee. Ich bin. Direkt neben dir ist noch Feuer. Da, dieses kleine? Da bist du reingelaufen? Oh, oh no. Noch ein Gedankenschinder. 70 HP haben die. Oh, Trank der Geschwindigkeit, eine Knolle. Ah, ist schon cool gemacht, ne, wie das mit der Landschaft integriert ist hier. Überall sind Ruinenteile. Vorsicht, Feuer. Ich habe keine Angst vor Feuer. Du steuerst auch per Mausklick, oder? Per Linksklick. Ja. Oh. Erstmal hingehen. Ja. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Oh, wegen dem Wurm. Oh oh. Was soll ich machen? Tja. Du solltest doch wütend sein, oder? Aber irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Nein, ich hab keinen Bock. Vor allem habe ich dem Wurm auch schon widerstehen können. Beim Lagerfeuer. Das ja, ist also falsch. Ist es falsch? Was würdest du nehmen? Ich weiß nicht, wir wollen ihn doch töten, oder? Oder nicht? Habe ich das jetzt gerade missverstanden? Nee, also mein ich habe gerade nur überlegt, ob ich dem Gefühl nachgebe, dass ich Mitleid empfinde durch den Wurm. Ach so. Und bin zum Schluss gekommen, ich gehe dem Gefühl nicht nach. Ja, genau. So, wir hauen aber, ihn trotzdem um. Okay, dann machen wir den dritten, ja? Du sollst wütend sein. Mhm. Okay, richtig in die Vollen. Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped. Made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind. Forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Intelligenzwurf, immer die Intelligenz, die habe ich doch nicht. Aber du hast meinen Wurf, mein Badenwurf. Der Badenwurf. Oha. Aber was ist die Schwierigkeit? Wie cool das auch gemacht ist, dass dein Badenwurf hinter dem W20er ist. Weißt du, was das jetzt ist für eine Entscheidung? Du kannst entweder einfach gehen, weil der gerade abgelenkt ist, oder du nimmst jetzt das Gedankenbattle an. Ja, weißt du? Ich weiß. Und ich bin nicht der von uns beiden, der denkt. Ist egal, tu es. Ich bin der glaubt. Ich glaube. Tu es. Komm schon. Oh mein Gott. Nein. Ja. Nein. Ist doch gut. Nein. Ach nee, das ist nicht gut. Nein, es geht nicht mehr. Ich hab verkackt. Oh oh. Ach, Henry, warum machst du sowas? Wie kann man so ein Pech haben? Und das Einzige, was gut geworfen wurde, war dein Badenwurf. Das war von dir. Ja. You try to break through, but its mind is impenetrable. With a last surge of defiance, it slips your efforts away. Das war auch dumm. Ich hätte dich reden lassen sollen. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Ist voll geil, ne, wie er mich im Sterben nochmal geblockt hat. Ja, wahrscheinlich hat mir Informationen bekommen, die ziemlich nützlich gewesen wären. Ja, ich glaube, das war ein richtig bitterer Roll. Und durch deinen Badenwurf hatten wir auch eine sehr realistische Chance, ihn zu brechen. Heieiei. Lustigerweise warst du der bessere Kandidat gerade, weißt du das? Ja, weil ich gebufft war, du hast recht. Ja. Mhm. Aber prinzipiell sollten wir schauen, ne, bei solchen Sachen. Die sind ja eher mit Intelligenz als mit Weisheit, ne, die Würfe bei solchen Mindflayers. Ja, ja. Ja, wir töten ihn jetzt, ne? Klar. Ah, oder? Soll man ihn langsam sterben lassen? Nee. Nee, okay. Nein, gar nicht. So, das ist nicht so meine Religion. Nein, das ist sie nicht. Miese Sau, du. Hat er was Schönes gehabt? Nee, hatte nichts dabei. Er hat uns nichts hinterlassen, außer Rätsel. Ich hätte wirklich gern gehört, ne, was passiert wäre, wenn wir das geschafft hätten. Ja.
Aber das macht schon Spaß mit diesem Glücksfaktor da drin und diesem Würfeln. Oh, da ist jemand. Schaut mal. Schau mal. Ich habe jemanden gefunden. Astarion. Moment. Ich muss irgendwie wieder hier runterkommen. Ey. Ich bin schon da, Leute. Du bist echt. Du bist eine Marke. Guck mal, da steht jemand. Willst du mit ihm reden? Ich sehe ihn gar nicht. Ach da, doch, ja klar. Hallo. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Das haben sie schon sehr schön gemacht, dass ich auch immer sehe, über was du nachdenkst bei den Antwortmöglichkeiten und so. Du guckst gar nicht beeindruckt. Das ist dir völlig egal. Oh, das wäre ein Flirt. Sei mal ehrlich. Flirt? Eher so sassy, oder? Ja. Würde schon eher zu mir passen. Sassy, ich finde den gut, ja. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Oh! Was? Schnell wegrollen. Ja, Geschicklichkeit oder Stärke? Ja, geschickt bist du ja mega. Oh, alles Könner, da ist dein Bonus. Nein! Nein! Ey, das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch extra irgendwie. Das ist doch Absicht. Das Nein. kann doch nicht sein. Nein, lass uns einfach an diesem Punkt aufhören. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Na, gefällt's dir, fertig gemacht zu werden? Ich hasse ihn. Ja, Mann. Nahkampfangriff. Ja, ich werde ihn jetzt versuchen zu... Ich muss... Das lasse ich mir nicht bieten. Nee, ne? Bist zu stolz. Okay. Wir müssen jetzt mal... 14. Oh mein Gott. Plus 1. Oh nein, nein. Alter. Henry, tu doch was. Du stehst neben dran. Ich bin doch aber... Meine Religion verbietet es. Ach ja. Ja, scheiße. Oh, shit. Wie schlecht wir würfeln. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Zaira, was macht ihr mit dem Mann? Ich darf die beiden meinem Liebesspiel nicht unterbrechen. You wriggling little... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. Oh. You try to hold the memory, but it fades to the worm. Oh. The light, the fear. What was that? What's going on? Er hat auch einen? Ja. Und weißt du, was ich glaube, Henry? Mhm. Diese Erinnerungen aus irgendwelchen Gassen, ja? Mhm. Es kann sein, dass es noch viel mehr Leute gibt, die besessen sind. Ja. Und gerade rumlaufen irgendwo. Ja. Also ich glaube, du hast dich an seine Vergangenheit erinnert. Meinst du? Mhm, an seine. Das passt. Er ist jetzt so ein Schnöselbär. Und früher ist er allein, arm durch die Gassen, ohne Eltern. Ach so, meinst du das? Okay, ja. Eine harte Vergangenheit, irgendwie so. Und er hat wahrscheinlich gerade deine Vergangenheit gesehen. Was hast du gemacht? Dich losreißen, solange er ablenkt. Okay. Also du magst damit absolut recht haben mit den anderen, ne? Mit den vielen anderen, die diese Würmer haben. Und ich auf jeden Fall gab es gerade eine Connection. Vielleicht zwischen euren Vergangenheiten, zwischen anderen, aber ist schon sehr cool. Okay, du kriegst jetzt plus 4. Dieses Alleskönner-Ding ist so geil, ne? Ja. Meinst du, die Wurmverbindung, die geht nicht so weit, ne? Die hat nicht so eine krasse Entfernung. Nee, in dem Fall jetzt auf keinen Fall. Vielleicht, wenn der Wurm mehr Macht übernommen hat, wenn du wirklich so ein Mindflayer geworden bist, wenn du ein Gedankenschneller selber bist, ist bestimmt mehr Reichweite drin. Aber würfeln wir noch nicht. Ich wollte noch mal gucken, dieses Alleskönner, da haben wir uns ja gefragt, ne? Und jetzt ist ja eigentlich relativ klar, hättest du jetzt zum Beispiel durch deine Herkunft oder so ein Talent hierfür, dann würde das nicht gehen, ne? Wahrscheinlich alles, was mit Kampf zu tun hat, oder? Das kann auch sein. Aber es ist schön, man sieht immer, wenn es triggert. Und hier, du hast halt keine Übung irgendwie dafür. Ist super. Richtig, richtig gut. Na dann, komm. Unser erster Bestandener jetzt endlich mal. Halt bloß die Klappe, du Arsch, ey. Alter. Das ist doch, ich komm nicht weg. Oh mein Gott.
A fine effort. But I've seen it all. I was walking this land while your ancestors were learning to crawl. Oh. Now tell me. What just happened? What was that? Ey, ganz ehrlich, wie lange liegt ihr denn da schon jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Was machst du da mit Schattenherz gerade? Du, Schattenherz und ich, wir sind uns endlich mal nahe gekommen. Ja. Ich habe nämlich meinen einen Move gemacht. Ich habe meine Klamotten ausgezogen und habe meinen Rüstungswert behalten. Und sie sagt so äußerst plump, aber effektiv. Genau. Eins, oder? Ja. Yes. Yes, that has to be it. You're not one of them. They took you. Same as they took me. I'm half tempted to spill your guts all over the dirt anyway, but for now... Apologies. Weißt du, was ich super lustig finde? Ja. Ich habe das Gefühl, bisher sind beide Charaktere, die wir kennengelernt haben, also die wir jetzt näher kennenlernen, eigentlich ziemlich gut geschrieben. Ja. Und ganz cool gemacht. Aber ich habe auch das Gefühl, sie gehen beide genau in die Bresche, die du nicht leiden kannst. Und ich auch nicht so sehr. Ja. Und ich sehe uns schon mit den Beinen rumrennen überall. Wie schön, dass wir uns nun freundlich gewonnen sind. Nee. Es sind alles Kackantworten. Ja, okay, ja, ich nehme die drei. Ja. Also bitte, du bist ja auch so ein bisschen, oder? Ja, ja. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Was ist denn Baldur's Gate? Oh nein. ich weiß es nicht. Baldur's Tor ist eine von zwei großen Metropolen an der Schwertküste. Oh. Sie liegt etwa auf der Hälfte des Weges zwischen Ammen und Tiefwasser. Die Stadt erstreckt sich weitgehend am nördlichen Ufer des Flusses Kionta, etwa 20 Meilen von dessen Mündung. Also es ist eine riesige Stadt. Okay. Die kenne ich natürlich, denn ich bin auch Baldurier. Und das heißt, diese Bestien haben Baldurs Tor angegriffen. In dem Intro, das genau, wir gesehen haben. Genau, das war in dem Intro, ja. Mhm. Die sah ja auch krass aus, die Stadt. Ja, die sah sehr krass aus. Verhältnismäßig gesprochen, also nichts sieht krass aus gegenüber diesem Schiff. Ja. Aber ja. Und wir haben mega Glück, weil du bist nämlich einfach auch daher. Ja. Is that so? We clearly move in different circles. Oh, yeah. So. Do you know anything about these worms? Ja, sag ihm die Wahrheit, oder? Also, wir sind ja alle, die sind ja viel schlimmer als er. Ja, das, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Na gut, okay, mach doch die Aktion. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Ich muss los, aber ihr könnt euch in meinem Lager ausruhen. Was ist das für ein komischer Satz? Keine Ahnung. Das würde ich sofort als, keine Ahnung, das macht gar keinen Flirt. Sinn. Ja, irgendwie schon, also was anderes. Du kannst mitkommen als Anhängsel. Ja. Ja, okay, ich nehme das erste. Ja, nimm das erste. Well, yes, of course. But first things first. Oh nein. Gut. Wollen wir ihn jetzt hier sitzen lassen? Nee. Ins Lager werfen? Nee. Ach so, das ist damit er im Lager dann bleibt. Gar nicht mehr. Ja, okay, wir nehmen ihn mit. Ja, wir nehmen ihn jetzt mit, bis jemand kommt. Oh, okay, ihr solltet dann mitnehmen. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. Hä? All right. I accept. Lead on. Der bleiche Elf. Und den werde ich jetzt mal... Ich glaube, er ist schon automatisch. Ja, er ist automatisch in einer Gruppe, ne? Oh ja, Tatsache. Ja. Yep. Das ist gut. Das ist echt gut. Aber du solltest dir den mal angucken in aller Ruhe, oder? Ja, das können wir jetzt gemeinsam machen, ne? Ich habe ihn schon geöffnet. Ein Hochelfen-Schurke der Stufe 1.
Wir können jetzt auch wechseln, dass du sie spielst, aber ich habe sie jetzt halt mir angeguckt, deshalb. Ja, ja. Ich merke schon, worauf das hinausläuft. Guck mal, Astarion, das ist doch schon immer netter gewesen. Und ich hab ja euch beide im Schlamm beobachtet. Nein. Ihr seid ja ewig nicht aus dem Busch gekommen. Och, Mann. Na, ich wusste ja nicht, dass du dich jetzt so schnell. Ich hatte dich für so eine, jemanden gehalten, der auch wirklich selektiert und Leute kennenlernt, aber Astarion. Ja. Also, er hat folgende Merkmale: Dunkelsicht. Durch nichttödliche Angriffe, Feenblut, geübt mit Elfenwaffen, Langschwert, Kurzschwert, Langbogen, Kurzbogen. Eigentlich ganz cool, ne? Und er hat Scharlatan, du hast Übungen im Täuschen und Fingerfertigkeit, da dein wendiger Verstand nur von deinen flinken Fingern übertroffen wird. Er ist sehr geschickt und er hat solide Konsti, Intelligenz hat er ein bisschen, Weisheit hat er ein bisschen. Ist halt ein Rogue, ne? Ein Hochelf-Schurke. Und er müsste doch eigentlich dieses haben, weißt du noch, als wir mal Rogue durchgelesen haben, dass sie diese Art Überraschungsangriff besitzen? Also er hat auf jeden Fall Klassenfertigkeiten auch als Reaktion, hinterhältige Angriffe gegen Gegner, die gegen den er ein Vorteil ist, das war das ja, ne? Ja. Das ist es. Das war, glaube ich, die ganz große Hauptfähigkeit von denen. Dadurch haben sie wenig anderes. Ja, es kommt ja später anscheinend auch noch viel mehr dazu. Kannst du ja noch aufsteigen lassen, da kommt bestimmt noch mehr. Ach ja, ich schau jetzt mal. Oh, ich habe was entdeckt. Astarions Unterwäsche. In den Stoff steht eingestickt, wenn ihr das lest, ist es euch gelungen, mich ins Bett zu bekommen oder zu enthaupten. Ihr hattet Glück. Oh. Er bekommt 7 Gesundheit und dann bekommt er raffinierte Aktionen. Verstecken. Verstecke dich durch erfolgreiche Heimlichkeitswürfe vor Gegnern. Bleibe im Dunkeln und vermeide gegnerische Sichtlinien. Wenn du angreifst oder Zauber wirkst, verrätst du deine Position. Genau, und das heißt, er kann wieder diesen Bonus bekommen auf den nächsten Angriff. Was doch von der Mechanik eigentlich ziemlich cool ist. Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht, wenn man da das Gefühl für bekommt. Man geht rein, macht einen Hinterhaltangriff, dann resettet man im Kampf durch so einen tricky Rückzug und kommt zurück und erdolcht jemanden. Und du krittest ja auch immer schön. Ja. Weißt du eigentlich noch, wo wir sind? Ich gehe mal auf Karte. Und da sieht man schon, wir haben unten, siehst du, wo ich meine? Also kannst du wahrscheinlich unten bei den Tentakeln von dem Vieh sind wir, glaube ich, gestartet. Ja. Und dann sind wir hochgelaufen und sind links rein durch den Durchgang, ne? Da war ein Dungeon, überwucherte Ruinen, da müssen wir nochmal zurück gleich. Und sind durch das Schiff gelaufen, haben den Gedankenschinder getroffen und sind dann weiter nach oben und haben jetzt Astarion hier an der linken Ecke kennengelernt. Das heißt, wenn wir jetzt nach oben weggehen, würden wir, glaube ich, unten sehr viel Gebiet verpassen. Mein Vorschlag wäre, oh, du hast markiert, oder? War ich das? Nee, das war ich. Das war ich. Ja. Ah, perfekt. Genau, da würde ich nämlich jetzt hin, oder? Dann machen wir den Kreis nach unten. Ich würde auch gerne markieren. Wie mache ich das? Doppelklick. Ja, ich muss das aber benennen irgendwie, ne? Ja. Ah ja. So lang, ne? Mhm. Dann so lang. Mhm. Und dann oben zum Dungeon. Okay, Henry, ich bin bereit. Ich lerne, okay. How much farther can I go? Oh, was ist denn da? Da ist was Gelbes. Echt? Da! Verängstigtes Wildschwein, du kannst doch mit Tieren reden. Ich kann mit reden. Ja, warte. Genau so. Wo ist es? Da wo hinten? Ist es? Ja, ich muss erstmal einen Zauber machen. Hallo. Es geht. Okay. Oh, wie cool. Oh, der Arme. Bist du drin? Ja. Verschwinde, hier ist es gefährlich. Ich will natürlich mit ihm reden. Ja, na klar. You're all the same. Too many of my kind died because of your spears, but not me. Oh, wie cool. Aber. Ja, mega, mega schön gemacht. Aber wie kommen wir dem jetzt hinterher? Ich sehe es nicht mehr auf der Minimap. Nee, das ist auch, glaube ich, nur so eine Interaktion gewesen. Okay. Ah, wie toll. Sowas mag ich ja sehr. Ich auch. Oh, neues Rezept, ne? Auch cool, dass wir das beide sehen, wenn du das sammelst. Ja, zum Ansehen. Oh mein Gott. Nein. Ja, das ist aber Alchemie. Da kannst du erstmal in die Alchemie-Tasche packen. Guck mal, hier runter kommt man doch mit Sicherheit. Ich folge dir natürlich, gar kein Problem. Jetzt kann ich irgendwie nicht mehr springen. Ach so, Z ist Y oder was? Ja. Ach, oh, das ist ja doof.
Oh, was entdeckt? Zu schwer zum Werfen. Was machen wir damit? Abgewetzter Stein. Man braucht einen Charakter, der stark genug ist. Ah, ja, okay, das macht Sinn. Aber ich hätte eine Idee. Ich könnte was machen. Ich könnte den Trank trinken. Hügelriesenstärke. Ich mach das jetzt einfach. Ja. Dann geh. Zu schwer zum Werfen. Irgendwas stimmt da nicht, weil die Leute gehen einfach hin und nehmen den Stein und werfen ihn zur Seite. Aber du nicht. Oh mein Gott, du wirst mich so hassen. Was ist los? Oh mein Gott, das ist... Was hast du gemacht? Wenn du mit der Hand da rangehst, ne? An den Stein. Ja. Und dann links klickst, und dann rechts klickst drückst, ne? Ja. Dann steht er zu schwer zum Werfen, hast du das auch? Ja. Aber wenn du rechts klickst drückst, kannst du ihn bewegen. Oh mein Gott. Ja, hallo. So. Wunderbar. Einmal den Trank ausgegeben. Freue ich mich für dich. So, Notizbuch des Hafners. Ein zerfleddertes Buch voller Berichte über Gottlosigkeit und Blasphemie unter der lokalen Bevölkerung. Nehmen wir mal mit. Du kannst in deinem Inventar Bücher und Notizen lesen. Ich lese das jetzt mal ganz schnell, das Buch. Ja. Weil das ist, glaube ich, cool. Notizbuch des Hafners. Ein zerfledderte Sammlung von Berichten, die mit einem Mond- und Hafesiegel zusammengehalten werden. Mehrfach werden frevelhafte Aktivitäten der selunitischen Sekte vor Ort erwähnt. Okay. Dann haben wir einen Rubin. Die Karte des Hafners. Zwei Tränke der Geschwindigkeit. Gold und ein Blutstein. Und, die Karte des Hafners. Diese fleckige, abgegriffene Karte ist durch zahllose Hände gewandert. Eine kleine Harfe kennzeichnet einen Bereich mit dem Namen Türme des Mondaufgangs. Eine kleine Mondsichel ist in den nahen Wald gezeichnet. Darunter steht in einer Schrift jüngeren Datums geschrieben Beuteversteck. Aha. Okay. Eine kleine Harfe kennzeichnet einen Bereich mit dem Namen Türme des Mondaufgangs. Aber wie kann ich die Karte denn angucken? Guck mal auf die Karte und ganz im Norden. Oh ja, da ist es, ne? Das Fragezeichen? Ja. Cool. Ich habe allerdings auch was gefunden, Henry. Oha. Das habe ich nur eben nicht zur Sprache gebracht, nämlich einen parfümierten Brief, der bei einem Fischer lag. Oh. Ich lese ihn mal. Ja, gerne. Sei, ich liebe dich. Da, ich hab's gesagt. Wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder, bis wir alt und grau sind. Oh Gott. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldurs Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Schlechtes Timing. Oh ja. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es schon ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anna. Also der Fischer ist ja tot, ne? Der Sai. Ja. Das heißt, die Anna, die gibt's vielleicht noch. Ja, die hat sich vielleicht dann verspätet. Ich brauche gerade mal eine Minute, ja? Ja, ja. So, danke für die Geduld. Ach, da ist Henry gar nicht da. Jetzt kann ich natürlich in die Aufnahme reden, was ich will. Und wenn Henry nicht aufpasst beim Schneiden, dann grüße ich schon mal meine Mama, meinen Papa. Wer guckt denn auf jeden Fall zu? Sidian, hallo Sidian, schöne Grüße. Oh Gott. So, schauen wir uns mal weiter um. Jo. Hallo. Spielst du schön? Natürlich. Können wir einmal Tschüss sagen, oder? Für die Folge. Ach so, ja. Zum Abschluss dann ein Ständchen quasi. Du hast doch, glaube ich, als menstruierende Person menstruiert. Schau mal unter dich.
Oh Gott. Jetzt stell mich nicht so bloß. Na gut. Du hast doch nicht mehr so viel Leben. Nee. Warum habe ich nur noch 5? Verstehe ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht beim Stein oder so? Oder das Blut hier? Jetzt wirklich? Ja, könnte sein. Du hast doch einen Pfeil im Rücken, ne? Echt? Ach nee, den sieht man ja gar nicht. Na ja, gut. Na, hast du mich echt angeschlossen? Vielleicht ein bisschen. Oh Mann, ey, warum denn? Ich weiß nicht. Du standst da so. Du hast nicht reagiert, ich war sauer. Schwein.